mal ein bisschen was erzählen über ja, die Gespräche, die ich mit anderen führe. Und es kommt dann eigentlich immer wieder auf die gleichen Fragen, die gleichen Bemerkungen. Zuerst einmal, ja, warum ich das Ganze mache, warum ich Krisenvorsorge betreibe, warum ich jetzt Prepper bin. Prepper ist eher für mich ein negativ belastetes Wort. Schade ist es zwar drum, aber es ist so. Ja, meine Antwort auf diese Frage ist, oder diese Aussage ist immer dann, ja, warum? Weil ich es schon so von meinen Eltern gelernt habe und weil es Sinn macht, sich auf Eventualitäten vorzubereiten. Da kommt gleich die nächste Frage, dann, ja, glaubst du, dass das wirklich jemals eintritt und dass du es wirklich jemals brauchst? Ja, da habe ich auch eine ganz gute Antwort parat, zumindest aus meiner Sicht. Das eine ist, die Preise werden immer teurer. Von Jahr zu Jahr haben wir Preissteigerungen, auch im Lebensmittelbereich. Wenn ich etwas auf Vorrat lege, dann kaufe ich es dieses Jahr günstiger und in 2 Jahren zahle ich dafür 10% mehr, wenn ich Glück habe. Und das zweite ist, ich habe was zu Hause. Ich bin nicht davon abhängig, ob ich jetzt rausgehen muss, jeden Tag, um mir was kaufen muss, weil ich nicht mehr als eine Tiefkühlpizza im Gefrierfach habe und sonst ist der Kühlschrank leer. Ja, aber das ist doch alles Schwarzmalerei, was du da siehst und wie du das siehst. Wow. Das ist Ansichtssache. Ich meine, es hat noch nie einen Stromausfall gegeben, der länger als ein paar Stunden gedauert hat. Es hat noch nie jemand für Wochen in Quarantäne gemusst, du konnte nicht mehr einkaufen gehen. Es gibt mittlerweile so viele Sachen, die schon real geworden sind, wo es Sinn macht, sich Gedanken zu machen, wie man Vorratshaltung betreibt. Ja. Und dann kommt schon die nächste Frage. Ja, wo lagerst du das alles? Wir haben ja gar keinen Platz in der Wohnung. Das ist, gelinde gesagt, Käse. Wenn man will, findet man immer einen Platz oder eine Möglichkeit. Und wenn ich mir Körperboxen kaufe, große, stapelbare, und die in ein Zimmer stelle, notfalls ins Schlafzimmer stelle und die mit Trockenwaren fülle. Ich kann auch den Bettkästen dazu nutzen, um dort Wasserflaschen abzustellen. Wenn man will, findet man immer Platz. Auch in der kleinsten Wohnung. Es ist schön, wenn man diese Fragen gestellt bekommt. Da denkt man auch selbst darüber nach, warum man manche Dinge tut oder vielleicht auch nicht tut. Die Frage ist, wo nimmst du denn die viele Zeit her, um das alles zu machen? Na gut, ich gebe zu, ich mache vieles. Alle Reparaturen, die ich selbst machen kann, mache ich selbst. Auch wieder, um Kosten zu sparen. Weil ein Reifenwechsel am Auto von Sommer zu Winter und Winter zu Sommer, da zahle ich in der Werkstatt zwischen 30 und 40 Euro. Mit Wucht ein bisschen mehr. Das kann ich zu Hause machen. Ich habe mir einmal einen Wagenheber gekauft, einen gescheiten, so einen Werkstattwagenheber, einen Schiebbahn. Dann setze ich mich halt raus und wechsle dann innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde die Reifen. Spart mir also schon mal 80 Euro im Jahr. Klar muss man dafür Zeit aufwenden. Klar kann man sich dafür nicht auf die Couch setzen und irgendeine sinnlose Soap im Fernsehen anschauen. Auch das Einkochen. Zum einen macht es mir Spaß. Zum anderen habe ich nur eine Ressource übrig, das ist meine Zeit. Geld habe ich nicht unbegrenzt viel, aber Zeit. Zeit habe ich zumindest und darüber kann ich noch selbst verfügen. Noch. Alles, was man selbst tun kann, ja, spart Geld. Unterm Strich zumindest. Und klar, es ist Arbeit. Niemand hat gesagt, dass er das geschenkt bekommt. Dass man beim Einkaufen fahren vielleicht mal Preise vergleicht und schaut, wo das Mehl gerade mal billigst ist oder Zucker billiger zu bekommen ist. Ja gut, das kostet auch Zeit, aber es ist eine Notwendigkeit. Ja, da kommt immer die witzigste Frage. Ja, du bist ja schon fast 60. Für wen machst du denn das? Machst du das für dich? Viele erwarten dann die Antwort, dass ich sage, ja, ich mache das für mich, damit ich dann gut rauskomme und so. Nein, so ist das nicht. Wir haben unser Leben gelebt, wir sind jetzt fast 60, meine Frau und ich.
Wir machen das für unsere Kinder und für unsere Freunde, die in einem Alter sind, wo es sich noch lohnt. Die sind Anfang 20, Anfang 30, vielleicht um die 40. Ja, für die denken wir mit, für die machen wir auch teilweise mit. Wir helfen uns gegenseitig. Und gerade das fehlt momentan sowieso, sich gegenseitig noch zu helfen, zu unterstützen, für sich da zu sein. Man verkommt in diesen Zeiten, und die Krise haben wir ja schon längst, zu einer Solopersönlichkeit. Ja, man soll nicht mehr raus, man soll Kontakte meiden. Heute wird wieder über einen neuen Lockdown entschieden, über Social Distancing. Ja, das ist eine sehr liebe Bezeichnung für etwas Grausames. Der Mensch ist ein soziales Wesen und Abstand halten ist nicht seine Natur. Aber was soll's? Also letztlich mache ich es schon auch für mich klar, damit ich dann meine Kinder noch weiter unterstützen kann. Aber hauptsächlich dafür, dass meine Kinder es mal besser haben und über eine schlechte Zeit hinwegkommen. Wobei, wir haben drei Söhne, die sind alle über 18, die könnten oder werden vielleicht alle ihren eigenen Weg gehen. Aber was wäre ich denn für ein Vater, wenn ich nicht für sie sorgen würde, wenn ich mir nicht Gedanken machen würde um ihre Zukunft? Ob sie dann das Angebot annehmen oder nicht, das liegt bei ihnen. Klar, auch das ist ein Punkt, über den man nachdenken muss. Wie wird sich das weiterentwickeln? Wie gesagt, Corona hat uns in eine Krise geführt. Nicht nur Corona alleine, denn Corona, der Virus, ich muss auch ehrlich sagen, am Anfang war ich sehr ängstlich, was den Virus betraf. Mittlerweile bin ich ängstlicher, was die Randerscheinungen betrifft. Die Lockdowns haben zu wirtschaftlichen Einbußen geführt. Die Obdachlosenzahl wird steigen. Es gab da auch schon einen Bericht in der Zeitung drüber. Ist ja auch klar, die Familien, die von dem Kurzarbeitergeld leben müssen oder wo schon eines der berufstätigen Partner auf der Straße steht, die haben kein Geld mehr, um ihre Miete zu bedienen. Was wird das Ende vom Lied sein? Da kann ich es dem Vermieter nicht mehr übel nehmen. Die müssen ja auch ihre Kredite abzahlen und ihr Leben finanzieren. Die suchen sich jemanden, der zahlen kann. Und die Leute sitzen auf der Straße. Eine Räumungsklage dauert zwar, aber irgendwann, ja, muss man raus. Und dann wohin? Die sozialen Entwicklungen sind haarsträubend. Wirklich haarsträubend. Wenn wir uns anschauen, in Italien und Spanien gibt es mittlerweile schon gewaltsame Konfrontationen zwischen Ordnungshütern und besorgten Bürgern, die mehr Angst vor den Maßnahmen haben als vor dem Virus selbst. Alles wird momentan gerechtfertigt mit einer Pandemie, mit Fallzahlen. Ja. Da ist schon was dran, wenn man Covid hat oder bekommt. Die kann potenziell tödlich sein, aber das haben sie ja auch immer wieder gesagt, 80% kriegen es nicht mehr mit, dass sie infiziert sind. Und weiß ich aus verlässlicher Quelle, dass jetzt, wo so viel Falsch-Positive sein sollen, wird man, wenn man positiv ist, ein zweites Mal getestet. Und wenn man dann auch positiv ist, kommt dieses zweite Positiv auch in die Zählung der Infektionen, was die Zahl natürlich unter Umständen verdoppelt. Ich arbeite selbst in einem Krankenhaus, in einem Klinikum. Und ich muss sagen, uns hat wirtschaftlich am Klinikum das alles mehr geschadet. Wir haben intensiv kaum voll bekommen. Auch die freigehaltene Corona-Station wurde nicht voll. Wir mussten OPs absagen, den normalen Regelbetrieb absagen und haben Verluste in Höhe von Millionen eingefahren. Und jetzt kommt der zweite Lockdown und die Verluste werden größer. Wenn eine Firma Verlust macht, was soll sie denn tun? Irgendwann mal muss sie sich von etwas trennen, das sie Geld kostet. Und das ist nicht Material. Das ist die Belegschaft. Und da fangen sie natürlich klein an, ganz unten, logischerweise. Vielleicht an den Putzkräften, die man ja auch nicht mehr so braucht. Das kann man vielleicht auch anders lösen. Schließlich hat man ja Krankenpflegehelfer, die auch putzen können. Man versucht auf jeden Fall zu sparen.
Und zwar immer auf der Seite der Mitarbeiter, die am schwächsten sind und sowieso am schlechtesten bezahlt werden. Das ist das Ding, das ist so. Die Frage ist, wie lange geht das gut? Die wirtschaftlichen Einbußen. Seien wir mal ehrlich, je mehr, dass es in einem Jahr wieder besser wird und alles wieder reingearbeitet ist und alles wieder normal läuft, das könnt ihr vergessen. In einem Jahr wird sich nichts ändern. In 2 Jahren wird sich nichts ändern. Es ist wie beim Grippevirus. Wie bei einer Grippe. Die gibt es seit wie vielen Jahren? Und selbst die Impfungen helfen nicht gegen alle Mutationen. Gegen 70 Stämme vielleicht und der Rest, naja. Wir werden lernen müssen, mit dieser Pandemie zu leben. Und sie wird nie enden. Das Schlimmste ist, momentan, dieses Notstandsgesetz, dieses Notstandsinfektionsschutzgesetz, das die Ermächtigung gibt, sogar Grundgesetze auszuhebeln, wie die körperliche Unversehrtheit, der Schutz der Wohnung, des Hauses, des Umfeldes, das alles ist gestrichen. Oder zumindest kann es punktuell aufgehoben werden. Wohin führt das? Denkt doch mal nach, wohin das führen wird. Wir steuern auf ein totalitäres System zu. Ich will gar nicht genau eingehen und will nicht sagen, eine Diktatur werden wir sicherlich nicht kriegen. Zumindest nicht, wie man als normaler Mensch eine Diktatur versteht. Wir werden keinen neuen Kaiser oder König kriegen, der alles regiert, aber ja, man wird uns von oben herab regieren. Der Überwachungsstaat nimmt immer mehr zu. Ob es jetzt automatisches Einscannen von Kennzeichen ist, ob das die selbst auferlegten Spione wie Alexa oder Google sind, euer Handy, das ständig mit aufzeichnet, was ihr redet. Ja, es gibt so viele Verfahren, wie man Informationen an dem Mikrofon eines Handys vorbeischleusen kann und trotzdem auswerten kann. Aber das soll nicht das Thema sein. Also warum bereite ich mich vor? Genau auf das, was momentan anfängt zu passieren. Auf einen Missstand, der nicht so leicht zu beheben ist. Auf etwas, was unter Umständen jahrelang andauern wird. Was kann ich euch raten? Was werden wir tun? Wenn alle Stricke reißen, wir sind eine Gruppe, wir werden aufs Land gehen und versuchen, uns selbst zu versorgen, wenn alles nicht mehr funktioniert. Welche andere Chance hast du denn dann, wenn du keinen Job mehr findest? Wenn du dein Haus oder deine Wohnung nicht mehr halten kannst? Dann hilft dir nur eins, eine Gemeinschaft. Ein Rückzugsort, an dem man möglichst auch Platz hat, um was anzubauen. Deine Fähigkeiten, die du dir angeeignet hast, dein Wissen, das kannst du mitnehmen. Den Rest hier, den musst du vielleicht zurücklassen. Ja. Darum geht es mir. Darum geht es vielen von uns Krisenvorsorgern, Preppern, wie wir uns auch immer bezeichnen mögen. Aber ich weiß auch nicht. So viele Bürger sind total sorglos, auch wenn hier von Impfungen gesprochen wird. Ihnen ist gar nicht klar, dass es keine Standardimpfung sein wird. Ich habe letztens, nein, heute einen Bericht gesehen über die momentan favorisierten Impfstoffe. Das eine ist ein Vektorimpfstoff und das andere ist ein mRNA-Impfstoff. Die bieten beide große Risiken. Zumal die Zulassungsverfahren teleskopiert wurden. Man hat also mehrere Verfahren fast parallel laufen lassen, um die Zeit bis zur Zulassung zu verkürzen. Langzeitschäden, auf die kann gar nicht getestet werden. Wie lange will man da warten? Normalerweise tauchen so Langzeitschäden erst nach 5 bis 6 Jahren auf. Das Zulassungsverfahren ist in weniger als einem Jahr abgeschlossen. Ist doch egal, wenn die Leute dann nach 5 oder 6 Jahren krank werden und vielleicht auch sterben. Dann kriegt kein Haar mehr danach. Naja. Vielleicht sind wir auch schon wirklich zu viele Bürger oder Menschen auf dieser Welt. Was ist das Ziel der ganzen Geschichte?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich das sagen soll. Es klingt nach Verschwörungstheorie. Ich rede einfach so vor mich hin. Ich weiß auch nicht, wie ich mit manchen Situationen umgehen werde, wenn sie auf mich zukommen. Man kann sich nicht auf alles vorbereiten, alles durchdenken, alles planen. Das kann niemand. Weiß ich, was ich machen würde, wenn morgen jemand vor meiner Haustür steht und sagt, ich will mal durchzählen, wie viele Leute im Haus sind. Ich stelle mir die Frage, hast du einen Durchsuchungsbefehl? Das brauche ich in Bayern nicht. So ein Polizeigesetz, das Bayerische ermächtigt die Ordnungshüter, Polizisten, wie auch immer, dazu eine Durchsuchung auch ohne Durchsuchungsbefehl vorzunehmen. Würde ich ihn reinlassen? Hätte ich eine Chance, dass ich ihn draußen lassen kann? Würde sich mich einfach per Gewalt Zutritt verschaffen? Ich weiß es nicht. Vielleicht will ich dann auch gar nicht mehr zu Hause sein, wenn das so weit ist. Wenn das Militär entgegen unserem Grundgesetz auch im Innern eingesetzt wird. Wie ich schon berichtet habe, es werden momentan Vorhaben getätigt, Hilfspolizisten auszubilden, die dann zwar nicht die Schrift zur Polizei im Rücken tragen, aber die trotzdem eine scharfe Waffe mit sich führen dürfen. Und das in nur einer Ausbildungszeit von 84 Stunden. Ein normaler Polizeibeamter braucht 3,5 Jahre, bis er mit seiner Ausbildung fertig ist. Teleskopieren wir jetzt auch die Ausbildung? Oder steckt da was anderes dahinter? Vieles kann man eben nicht mehr beurteilen. Man hört dies, man hört das. Überall hört man unterschiedlichste Dinge. Ja, das Ganze macht mich traurig, sehr traurig und betroffen. Vor allem, wenn ich sehe, wie manche andere Leute hier in den Tag hinein leben, ohne sich überhaupt den kleinsten Gedanken über die Situation zu machen. So, als ob alles normal wäre. Wir sind weit weg von der Normalität. Jetzt schon. Und ich versichere euch, es wird nicht besser werden. Und der zweite Lockdown werden nicht nur 800.000 Betriebe insolvenz gehen. 800.000 ist es jetzt schon eine Zahl, die immer wieder genannt wird. Es werden ein paar Millionen sein. 1,2, 1,3 Millionen Betriebe. Ganz zu schweigen von den Soloselbstständigen, die momentan von Hartz IV leben. Wenn jeder Betrieb dann nur 10 Angestellte hätte, dann reden wir von 8 Millionen jetzt schon und dann vielleicht 12 Millionen Arbeitslose nächstes Jahr. Die großen Betriebe werden übrig bleiben und die werden dann die Preise diktieren. Die werden versuchen, ihren Verlust reinzuholen auf eure Kosten. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, es drückt aber auch die Preise. Wenn manche große Firmen dann Monopolstellungen erreichen, dann werden sie das auch ausnutzen. Und ich glaube kaum, dass ein Kartellamt dann noch einschreiten wird. Ja, wenn das Ganze nicht so traurig wäre, dann könnte man drüber lachen. Aber das Lachen ist mir und vielen anderen schon längst vergangen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr runtergezogen, aber ich musste einfach mal darüber reden. Ich spreche auch nicht mehr mit vielen Leuten über meine Krisenvorsorge. Es macht sowieso keinen Sinn. Die Leute, viele davon stecken ihren Kopf in den Sand und denken sich, es wird schon nicht so schlimm kommen und wenn, dann wird es mich schon nicht treffen. Das ist auch eine Methode, mit den Dingen umzugehen. Vogel-Strauß-Politik. Ja. Wenn ich mir den Luxus leisten könnte, ich kann es nicht. Wie gesagt, ich habe Kinder, ich habe Freunde, die jung genug sind und die noch die nächsten Jahre überdauern müssen. Und ob die jemals Renten bekommen oder ob ich jemals noch Rente bekomme, ich habe auch noch ein paar Jährchen hin bis zur Rente, wer weiß das schon. Momentan werden viele Programme vom Staat gefördert und es werden Schulden gemacht ohne Ende. Ja, wo soll das Geld denn herkommen? Gut, man kann es drucken. Machen Sie sowieso schon. 2 Milliarden am Tag. Einfach nur per Enter-Taste. Wo glaubt ihr, dass es hinführt, wenn plötzlich so viel Geld auf dem Markt ist? Inflation und Hyperinflation kennt man ja.
Die Börsen gehen nach oben. Jetzt sind sie gerade wieder mal 3,5% gefallen wegen SAP. Die haben 21% verloren. Aber die Börsen entwickeln sich ja komplett konträr zu dem, was wirklich geschieht. Die Aktienkurse steigen, obwohl die Wirtschaft stagniert, obwohl Firmen pleite gehen. Man muss sich fragen, wie kommt sowas überhaupt noch zustande? Ja, das sind alles Dinge, die man nicht sehen will. Lieber sitzt man vor dem Fernseher und schaut sich Deutschland sucht den Superstar an oder eine andere Soap. Ihr könnt das weitermachen. Guckt euch diese Scheiße an. Oder steht auf und tut was für euer Auskommen. Versucht jetzt noch ein bisschen was ins Trockene zu kriegen. Versucht euch jetzt noch ein bisschen Vorräte anzulegen. Und nicht nur Toilettenpapier, das immer vergriffen ist. Zur Not kann man sich auch mit der Hand den Arsch abwischen und die Hände danach waschen, wenn man Wasser hat. Entschuldigt, ich wollte jetzt nicht irgendwo die Leute niedermachen oder beleidigen. Jeder muss selbst wissen, was er tut. Ob er für sich und die Seinen vorsorgt oder eben nicht. Das Ganze zeichnet sich ja schon länger ab. Seit ungefähr 1,5, 2 Jahren empfehlen die verschiedensten Regierungen, sich Notfallräte anzulegen. Auch unsere Regierung hat das getan. Das Amt für Katastrophenschutz hat eine Broschüre rausgegeben, die keiner kennt. Schweden, Norwegen, viele Länder haben vorgewarnt und haben die Leute aufgefordert, sich wenigstens 3 Wochen Vorräte anzulegen. Für 3 Wochen. Wenn ich schon mal 14 Tage in Quarantäne gehen muss, sind 3 Wochen auch schon knapp. Ja, natürlich pro Person für 3 Wochen ein Lager, nicht für alle im Haus. Und jetzt ist ja mittlerweile schon bestätigt, man kann sich reinfizieren und hat mal wieder 14 Tage, 3 Wochen Quarantäne. Wie oft will man das Spielchen denn betreiben? Wie oft soll die Wirtschaft das aushalten? Und kommt die Impfung, dann werden an der Impfung selbst um die 70% erkranken, so schwer erkranken, dass sie ein paar Wochen ausfallen. Mit Fieber, grippeähnlichen Symptomen, wenn nicht schlimmeren. Da steht die Wirtschaft wieder für 3 Wochen. Wo das hinführen wird, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines. Ich will für mich und die meinen so gut vorsorgen wie möglich. Schreibt mir auch in die Kommentare, wie ihr das seht. Ob ihr überhaupt etwas macht oder ob ihr sagt, das wird der Staat schon für mich richten. Ich interessiere mich wirklich für eure Meinung. Sicher gehe ich auch auf den einen oder anderen Punkt, den ihr unten aufführt, ein. Ja, wenn es zum Lockdown kommt, habe ich eh viel Zeit. Ich arbeite zwar in einem systemrelevanten Beruf, aber so wie ich das sehe, werden die mich wieder in Heimarbeit schicken. Da ich nur noch 75% arbeite, also am Tag im Schnitt 6 Stunden, habe ich den Rest frei. Frei, mir Gedanken zu machen, frei, Dinge einzukochen, frei für unsere Bienen. Wir halten auch Bienen, wir haben 6 Bienenvölker. Frei für, ja, jetzt noch schnell den Garten winterfest machen. Frei für den Reifenwechsel, der ansteht. Frei für Planungen.